3-3 skład braci, rap dla ziomali, a nie dla ciebie wieków na blat i wpada mati. So, moin moin Pyros, willkommen zum ersten Tag der Polentour. Ich starte den Tag von meinem Bett aus und ja, ich bin mega gespannt. Ich habe gerade schon einen Anruf bekommen von Jude, der herausfinden wollte, wo ich wohne. Ja, wir haben es gerade 7 Uhr, boah, man sieht es kaum, 7 Uhr 42. Ich habe diese Nacht kaum geschlafen. Ja, und ich bin mega müde, meine Beine tun weh, alles tut weh. Ich habe gestern einen extrem langen Tag gehabt. Und einen extrem aufregenden Tag. Ja, und dementsprechend würde ich sagen, ich stehe einfach auf und mach mich fertig. Ich glaube, wir treffen uns so in einer Stunde oder sowas. Mit den anderen Jungs, die sind schon unterwegs. Ja, ich würde sagen, wir sehen uns, wenn wir alle gemeinsam sind. Und bevor ich es vergesse, lasst auf jeden Fall ein Like da. Ein Abo, damit ihr die ganzen Videos, es kommen die nächsten 5 Tage Videos, 5 Tage Vlogs, damit ihr das nicht verpasst. Folgt mir auf Instagram, Link ist in der Beschreibung. Wenn ihr das hier seht und mich nicht auf Instagram in diesem Moment abonniert habt, habt ihr die ganzen coolen Instagram Stories verpasst, die ich hochgeladen habe von der Polentour. Dementsprechend geht auf mein Profil, ich habe es als Highlights gespeichert, da könnt ihr euch das Ganze mal angucken. Yalla. So, die Koffer sind gepackt auf jeden Fall. Boah, das ist alles voll und ich sag's euch, dieser Koffer ist nur voll mit Kamera-Equipment. Das Einzige, was hier drin ist, was kein Technikzeugs ist, ist halt die Schuhe und halt mein Duschgel und Deo. Ja, das ist wirklich krank. Also das sind halt nur Kameras, Kamera-Equipment und halt Laptop und so weiter. Wir haben ja noch, ich nehme noch hier so eine Butan-Flasche mit, man weiß ja nie, was man damit anstellen kann. Genau, und dann haben wir hier, das wird mein T-Shirt of the Day sein, mein Airsoft-Hemd. Ich bin gerade übrigens nackt. Und ja, ich habe überlegt, hier das Ding ranzumachen, aber ja, ich glaube, es würde nicht so gut kommen. Außerdem wäre das ja Amtsanmaßung. Und ja, hier sind meine Klamotten drin. Genau, und ja, das ist halt eigentlich gar nichts, aber. Ja, ich hoffe, Ju, du hast noch Platz in deinem Auto. Wenn nicht, wird das tatsächlich ein großes Problem. Vor allem ist das ja nicht mal die Pyrotechnik, die ich mitnehme. Da kommt noch ein bisschen was dazu. So, ich mache mich jetzt auf den Weg. Die Jungs warten schon. Und ja, wir sehen uns, wenn ich da bin. So, wir sind angekommen. Bei unserem Treffpunkt. Da packt der Ju ein. Das kann ja was werden. Ich stehe schon. Und ja, ich würde sagen, lasst die Spieler beginnen. Meine Sachen stehen hier. Das ist viel zu viel. Aber mal sehen, wie das klappen wird. Ju hat gepackt. Eier. Alter, was hast du mit deinem Reifen gemacht, Junge? Boah. Junge, was hast du eine schöne Frau gemacht? Guck dir mal an, was du gemacht hast, Digga. Oh, Digga. Oh, yo, Pyrik, what's up? Hey! Oh mein Gott, Digga! Oh mein Gott! Da kommt der Cobra! Er sieht aus wie ein Skelett! Oh mein Gott, wirklich so, Digga! Alle hat Haare! Der andere, das ist der Vater! Das ist der Cobra! So, wir holen jetzt die ganzen Sachen ab. Hier ein paar schöne Bilderchen. Ganz wichtig: Ratterpatronen, Pfeifpatronen. Natürlich auch mit zwei Schreckis und einem Multi-Aufsatz, Fünffach-Aufsatz. Hier ein paar schöne Sachen. Ui, Memo. Und darunter noch ein kleines Paketchen. Let's go. Pyro made this one. So, wir sind auf dem Weg jetzt zum Polenmarkt. Hohen Wutzen. Mit dabei ist der Ju. Nein, Cobra und die österreichischen Gene durch. Der Knochen trocken. Und da vorne fährt Nietchen. Mit Spirit. Wo ist eigentlich Ari? Der hat Unterleibsschmerzen, also er weiß noch nicht, ob er kommt. Also vielleicht kommt noch, okay. Vielleicht. Genau, Pyrik und Mathis kommt später am Abend. Wir fahren erstmal schön einkaufen bei Wiekauf. Mal sehen, was wir finden.
Soll sehr teuer sein, aber naja, wir werden sehen. Am Hohen Wutzen-Polmarkt angekommen. Der schöne Sonnenmarkt. Da hinten gehen wir noch gleich zum Vlog. Haben Sie eine Message für den Vlog? Cobra? Viel Bumm. Viel Bumm. Eingeschissen. Ja, das sehe ich auch so. Da läuft wieder Knochen trocken. Ja. Kann ich jetzt filmen? Nee, hey, ich bin's. Du, ich bin auch hier. Digga, was sind das für 16 Schusspatzen von Dumbum, Digga? Noch nie gesehen. 4 Euro Batterie. Keine 4 Euro wert. Doch. Kostet 4 Euro. Extreme Power, Digga, was ist das denn? Kostet 8, 8, 5. Ich würde ganz billig, ganz viele. Digga, kennst du diese Firma? Café Fuhrwerk? Niederländisch. Die wie von niederländischen Dinger kenne ich absolut nicht. Die sieht voll geil aus eigentlich. Cool. Ah ja, 16 Euro. Schauen Sie diese Laser. Ja, nicht 16, 17. So, wir sind in meinem Wiekhof. Leider natürlich wie immer nicht drin für den Schwanz, aber was soll ich machen? Und sehr teuer. Wir haben auch Fuß. Schöne romantische Musik. Oh, ich bin eingeschissen. Ich werde mich jetzt mit Feuerwerk abwischen. What? Expensive. Ja, it's cheaper. Ach, das ist doch wirklich. We'll be right back.
So, wir sind jetzt im Apartment angekommen. Ja, wir haben schon ein bisschen was gegessen. Bei KFC haben wir uns was geholt. Ich habe mir eigentlich nur 12 bestellt, aber ich weiß nicht, ich hatte das Gefühl, irgendwie, da sind 16 drin. Wenn nicht sogar mehr. Ich kann einfach nicht mehr. Ja, wir haben schon ein bisschen was ausgeräumt. Wir haben auch schon ein bisschen mit den Schreckschuss und so gespielt. Pyro made this one.
fahren jetzt einkaufen. Und dann ganz viel schwulen Sex haben. Ich hoffe, wir haben noch ein bisschen Zeugs mitgenommen zum Ballern. Und ich hoffe, ich baller dann Forelle. Mit dieser Stimme auf jeden Fall nicht. Da hinten hängt sogar noch mein Sticker. Bitte für mich den alten Sack. Doch. Moment. Dann klebt er. Ich will nicht. Da oben. Vielen Dank. Und ja, wir holen ja was zu trinken, weil wir den ganzen Tag nichts getrunken ganz haben. Ganz viel, ganz viel. Yeah. Und ja. Es ist 23 Uhr ungefähr. Wir waren gerade eine kurze Session ballern. Heute aber nicht so viel. Und ja, morgen geht es nochmal richtig los. Ich werde jetzt meine restlichen KFC-Chicken genießen. Und ja, mal die Videos auf meinen PC kopieren, auf meinen Laptop. Genau. In dem Sinne. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim Vlog morgen wieder. Abonniert den Kanal, um kein Video mehr zu verpassen. Lasst einen Kommentar da, wie es euch gefallen hat. Und ja, ich würde sagen, gute Nacht und bis morgen.